Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von heute Homecraft statt Bushcraft und Abenteuer. Ich begrüße euch zurück zum Teil 2 meines Speicherausbauprojektes. Im ersten Teil habe ich euch erklärt, was ich vorhabe, deswegen jetzt hier noch mal ganz kurz. Ich habe im unausgebauten Teil meines Speichers eine kleine Kammer, die war Ausrüstungskammer für Bushcraft-Equipment und Werkzeugkammer. Das Ganze ist jetzt nur noch Werkzeugkammer. Ich habe mir hier gestern die Wand durchgebrochen. Hier habe ich schon eine Verkleidung gemacht, eine Raumerweiterung. Und hier hinten habe ich so einen Schlupf. Den habe ich jetzt hier schon mal verkleidet, verschlossen mit einem Türchen. Ich habe da gestern Abend noch ein Grundkonstrukt gebaut. Und jetzt gerade bin ich dabei, das mit Laminat zu verkleiden. Und was ich auch noch gemacht habe, hier hinten, seht ihr das? Da habe ich auch mit Laminat verkleidet. Das war schwierig, darum ist es auch jetzt von der Optik her nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil hier ist der Dachstuhlbalken und der ist im Laufe der Jahre ineinander verkrümmt, also quasi in zwei Seiten verdreht, weil das Haus sich durch die Grundwasserbewegung, durch die Wasserbewegung vom Hang hier immer wieder bewegt und dann sich Risse bilden. Darauf ist wahrscheinlich das auch zurückzuführen. Also optisch jetzt kein Highlight, aber für ein Werkzeugkammerl ist es okay. Dieser Durchgang hier ist jetzt neu, dass ich hier zwischen den Kammern wechseln kann. Hier ist das ganze Kleinzeug, hier soll dann die Schmutzkammer sein mit Sägen und so weiter, alles was einfach staubt. Hier muss ich natürlich noch verkleiden, das wird aber ganz zum Schluss geschehen, denn da muss erst die Werkbank und das große Equipment rein. Hier die Wand ist neu eingezogen, da war davor nichts. Die Decke habe ich verkleidet und isoliert. Ja, und neu ist hier auch diese Türe. Wie ihr seht, muss ich noch fertig verkleiden. Das habe ich aus Restholz gebaut. Eine Unterkonstruktion, dass man hier einfach zumachen kann. Was ich hier drinnen lagern werde oder was ich damit machen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe vor kurzem einen ekligen Film auf Netflix versteckt. Da hat einer lauter Leichen in seinem Schlupf versteckt und die Maden sind dann durch das Gewölbe nach unten zum Nachbarn gekommen. Sehr schmackhaft. Ja, und hier ist natürlich noch kompletter Rohbauboden. Um vor Funken zu schützen und hier eine ebene Fläche zu haben, möchte ich hier noch Laminat auslegen mit Trittschalldämmung und so weiter, alles was dazugehört. Jetzt würde ich sagen, labere ich nicht lang, sondern wir fangen direkt an. Das Türchen ist fertig, die Leichen für dahinter fehlen noch. Na Quatsch. Also es ist natürlich optisch kein Meisterwerk. Gell? Also ich habe nie behauptet, dass ich handwerklich ein mega Geschick habe. Ich mache es halt auf meine Art und Weise. Natürlich versau und verhau ich das ein oder andere und es sieht halt dann optisch nicht besonders schön aus, wie hier zum Beispiel, dass da jetzt so eine Lücke dahinter ist. Oder hier, dass einfach nicht ineinander schlürft, weil ich hier die Nut schon weggeschnitten habe. Naja, das ist halt so. Wäre es jetzt ein Wohnraum und kein Arbeitsraum, dann wären meine Ansprüche höher. Aber so geht schon. Der nächste Schritt ist jetzt Boden verlegen. Da muss ich erstmal hier alles aufräumen, alles wegräumen, Werkzeug wieder verräumen, sortieren, staubsaugen. Ja, und dann Trittschalldämmung auslegen und Laminat verlegen. Aber mir schwant schon Übles, wenn ich mir den Boden hier genauer anschaue, sehe ich, es sind wieder viele Unregelmäßigkeiten. Mal schauen, wie ich das ausgleichen kann. Ich habe gerade noch gesehen, dass mir hier noch so eine Abschlussleiste abgeht. Ich habe ja hier auf der Seite und hier überall bei den Kanten und Ecken eine Leiste drüber gezogen, um das Ganze optisch ein bisschen zu verfeinern. Und hier brauche ich das auch nochmal, damit hier die Kante einfach schöner ausschaut. Ist wieder alles krumm und schief mit den Brettern hier drunter. Oh Mann, lege ich unten an, habe ich oben einen Riesenspalt. Das wird lustig. So wie es ist, werde ich hier verzweifeln mit den Unebenheiten. Deswegen halbiere ich mir das jetzt mit der Tischkreissäge. Weil dann, wenn es dünner ist, kann ich es vielleicht ein bisschen mehr ausbiegen. Dann habe ich ein bisschen mehr Spiel und dann schaut es vielleicht nicht ganz so hässlich aus.
So, jetzt ist alles ausgeräumt. Jetzt können wir noch ordentlich gesaugt. Aber das mache ich ja gerne. Als erstes kommt jetzt diese Trittschalldämmung unten rein, dass einfach leiser ist und natürlich auch nochmal besser isoliert ist. Der Boden ist mehr als uneben, jedes Brett hat eine andere Höhe und ich befürchte, dass mir das Laminat dann wieder rausspringen wird aus der Nut. Sollte das der Fall sein, dann werde ich einfach mit Spax alles festschrauben. Da habe ich keinen Bock drauf. Es gibt zwar auch noch dieses Vlies, diese Rollen, die man unterlegen kann. Das habe ich einmal verwendet und nie wieder. Das ist so ein Scheiß. Das treibt mich in Wahnsinn. Mache ich nicht. Mir ist es einmal passiert, dass ich auch so ein ähnliches Türchen eingebaut habe, bevor ich den Boden verlegt habe. Und als ich dann den Boden verlegt habe, war alles super, aber ich habe das Türchen nicht mehr aufbekommen. Deswegen habe ich mir dieses Mal gleich zwei Laminatplatten hier drunter gelegt, dass ich den richtigen Abstand habe. Jetzt, wenn der Boden verlegt ist, dann geht das Türchen trotzdem noch auf. Es gibt ja durchaus schönere Arbeiten als Laminat verlegen, ja. Und eigentlich widerspricht sich Laminat mit allen meinen sonstigen Prinzipien, aber was will man hier oben sonst verbauen? Wenn man einen ordentlichen Boden haben möchte, fließen geht hier nicht. Und alle anderen Alternativen wären auch irgendwelche Kleber-Chemie-Mischungen. Naja, Laminat ist das geringere Übel. Ich muss das jetzt hier gegen die Laufrichtung der Balken drunter verlegen, damit ich einfach mehr Stabilität bekomme und das besser ausgleichen kann. Jetzt sind wir schon so weit, dass ich hier ein minimales Spiel habe. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich lasse eh ein bisschen Platz. Abstandshalter brauche ich hier nicht. Normalerweise macht man immer so Abstandshalter rein, dass der Boden sich noch ein bisschen ausbreiten kann. Brauche ich in dem Fall jetzt hier im Speicher nicht. Aber nachdem ich hier diese ungleiche Spalte drin habe, werde ich eine kleine schmale Leiste noch hinziehen. Ja, unerlässlich für Laminatverlegen ist ein guter Meterstab, Bleistift und ein Winkel. Als ich vor 8 Jahren das erste Laminat in meinem Leben verlegt habe, habe ich das Ganze mit der Stichsäge gekappt. Ging, aber funktioniert scheiße, weil natürlich auch alles ausfranst. Jetzt habe ich zum Glück Kapp- und Gärungssäge oder alternativ auch die Tischkreissäge zur Auswahl. Da geht es um Welten besser, wenn man einfach ein viel sauberes Schnittbild hat. Naja, also wenn es weiterhin so funktioniert, dann bin ich ganz zufrieden. Ist gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Der Boden ist gar nicht so uneben. Es hebt sich wieder auf. Langsam wird's, allerdings habe ich das Maul zu früh aufgerissen, als ich gesagt habe, es verlegt sich besser als erwartet. Weil hier hinten die Reihe muss ich komplett anspaxen. Man hat hier, seht ihr das, ich kann hier mit meinen Fingern drunter langen, es wölbt sich richtig nach oben, weil hier doch die Unebenheiten sehr groß sind. Ohne Anspaxen geht's nicht, weil dann wird hier komplett alles wieder auseinanderfallen.
Und ja, es sind zwei verschiedene Farben Laminat. Ich musste jetzt die Reste mixen, sonst hätte es nicht gereicht, aber das stört mich jetzt hier nicht. Ja, wie ihr seht, hier bei dem letzten Stück muss ich alles verschrauben. Ich will nicht, dass nach ein paar Tagen Nutzung das Ganze hier wieder auseinanderfällt, weil es sich zu sehr bewegt. Deswegen gehe ich hier lieber auf Nummer sicher, auch wenn es natürlich optisch nicht schön ist, aber es muss hier halten, es muss funktional sein und das ist es allemal. So, ich habe jetzt hier kurz rausgesaugt, weil bevor ich die Wand hier einsetze, müssen die großen Gegenstände rein. Also der große Tisch, die Werkbank, große Werkzeuge und der Werkzeugwagen, weil sonst komme ich hier nicht mehr um die Kurve rum. Das muss jetzt rein, bevor die Wand hier festgemacht wird. Alle großen Gegenstände sind drin, die ich später nicht mehr reinbekommen würde. Und jetzt muss ich hier zumachen. Also ich habe mich dazu entschieden, dass ich hier außen zumache und nicht hier innen am Balken, weil es ist immerhin, naja, so viel Platz, der mir sonst abgehen würde. Schauen wir mal, wie es klappt, wie ich durchkomme. Ursprünglich wollte ich das ganze Kammerl mit Brettern verkleiden, aber das wäre utopisch teuer gewesen. Darum habe ich mir jetzt diese Sperrholzplatten gekauft. Da muss ich erstens nicht viel fixieren, sondern einfach nur passend zurechtschneiden und dann fixieren. Zwei Platten hier hin und gut ist es. Also das ist jetzt nicht mehr so viel Arbeit. Theoretisch könnte man diese Platte jetzt einfach nur knapp bemessen zuschneiden und dann hier reinpressen. Das möchte ich aber nicht. Ich will wirklich hier Stabilität haben. Deswegen werde ich hier auf der Innenseite noch eine Unterkonstruktion bauen. Genauso wie auf dieser Seite, dass das Ganze einfach nicht so mitschwingt. Eika, da bist du ja. Ja, was? Das ist ein Ball mit. Das wird passend gemacht, gell? Also hier mit der Platte oben hat es gepasst, aber da unten wieder nicht, weil das hier ungleich aufgeschraubt war. Und jetzt passt, hoffe ich doch. Wie ihr euch denken könnt, kommen wir jetzt zum Ende des zweiten Teils des Kammerlausbaus. Die Wand steht, aber was ich natürlich noch machen muss, ist die Verstrebung innen, damit die Wände nicht so schwingen und das Ganze einfach noch mehr Stabilität bekommt. Das mache ich dann aber irgendwann heute Abend. Jetzt ist erstmal Abendessen, Pause, mein Bauch knurrt. Und im Teil 3 folgt dann der Innenausbau, Strom verlegen, Licht installieren und dann natürlich die ganzen Werkzeuge an ihren Platz bringen. Freut mich, wenn du auch wieder im dritten Teil mit dabei bist. Sämtliche Ausrüstung, die ich benutze, egal bei welchem Video, findet ihr immer hier unten in der Videobeschreibung. Also wenn euch irgendwas interessiert, klickt gerne rein. Das sind alles Amazon Affiliate Links. Kostet euch nichts, wenn ihr aber draufklickt oder vielleicht sogar darüber was kauft, dann bekomme ich einen Bruchteil dessen als Werbevergütung. Also, vielleicht schaut's mal rein oder auch nicht, wie ihr wollt. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, habt's eine gute Zeit. Ciao!